Sand, Kies und Steine. Arbeitsplatz von Gisela Petri, früher mal Expertin für Edelsteine. Ich bin gelernte Goldschmiedin und ja, habe den Beruf eigentlich 40 Jahre ausgeübt. Dann habe ich mit mehreren Hürden auf einmal einen ganz anderen Beruf gehabt und das ist hier im Freibad und das hier ist auch mein Lieblingsarbeitsplatz. Ein Schmuckstück ist es ja auch, das Naturbad, ihr neues Revier. Und noch dazu kommt es ganz ohne Chlor aus. Spezielle Filter, Mikroorganismen und Zooplankton sorgen für sauberes Wasser. Gisela Petri hilft auch beim Reinemachen und an der Kasse. Manchmal ist das kein leichter Job, denn damit so ein Naturbad ohne Chemie auskommt, gibt's an heißen Tagen eine Besucherbeschränkung, auch wenn's wehtut. Wir machen das nicht gerne mit dem Abweisen von Kunden, aber wir haben eben diese Auflage von 750 Personen und wir müssen das einhalten wegen der Wasserqualität. Und mir ist es auch schon passiert, dass meine Nichte vor der Tür stehen bleiben musste. Das hat mir auch leid getan. Bis 2005 war das Naturbad ein ganz normales Freibad. Gisela Petri ist hier, seitdem es umgebaut wurde. Letztes Jahr hatten wir so eine Schwalbe, die hatte zweimal Wasserberührung und da konnten sie nicht mehr fliegen. Und da haben die Kinder sie gefangen und haben sie also gerettet und haben sie in einen Karton gesetzt. Und da habe ich sie wiederum von den Kindern gerettet. Und an Pfingsten hatten wir Promi-Besuch. Das war der Herr Dr. Eckhardt von Hirschhausen. Der ist ja Autor, Quizmaster und auch Kinderarzt ist er. Und da kam mir die Idee, ein Bild von ihm zu machen mit Hintergrund, das Schwimmbad. Und der hat ja aber leider es nur machen wollen, wenn ich mit drauf bin. Und da musste ich eben den sauren Apfel beißen und musste mit drauf sein. Selber schwimmen ist nichts für die Ex-Goldschmiedin. In ihrer Freizeit geht sie lieber joggen. Freude hat sie vor allem an den Kindern. Heute sind die Besucher ihre Schätze. Jeder Gast ist eigentlich eine Perle in der Kette von Abenteuern oder sagen wir Ereignissen, wo man so im Sommer über mitbekommt. Und es ist immer was Neues. Wie soll ich sagen, das fordert einen immer. Auch sie selbst war als Kind schon hier. Da war es noch ein ganz normales Freibad. Bereut hat sie den Berufswechsel nie. Das hier ist eine andere Art von Job und das war eine Herausforderung. Und ich liebe das eigentlich, Herausforderungen. Eindeutig bestanden. Die ehemalige Goldschmiedin hat jetzt einen anderen Blick auf die Steine in Idar-Oberstein.